Heute in den Hofgeschichten. Jetzt müssen wir schnell aufs Feld. Kartoffelnhänger austauschen. Geh mit. Mutter, geh weiter, dass du die zurückholst. Ich hab mir gedacht, was haben meine Schwiegereltern eigentlich? Ist da noch was? Dieses Holz hat wirklich geschlechtet. Ja. Im Harz hat Biobauer Daniel Wehmeier seine Eltern um Hilfe gebeten. Die beiden sollen auf einer seiner Flächen schon mal eine Fanghilfe bauen. Ich würde sagen, mit dem ersten Gitter gehen wir nach. Ja, immer rechts vorbei. Ne? Genau, aber ich habe noch nicht den Strom ausgeschaltet. Dieter und Renate sind die Vorhut bei einer größeren Umzugsaktion. Wir wollen heute die hier Quartiere rausselektieren. Wir sollen auf einen anderen Standort, und zwar nach Altenau. Da soll der alte Skihang beweidet werden. Auf einen Skihang soll es für die Tiere gehen. Vorher muss aber das Gatter stehen. Nee, das ist eigentlich nicht so gut, Dieter. Doch. Wir müssen die Gitter hinten zusammenziehen. Die beiden sind seit 40 Jahren verheiratet. Ja, ich meine, wir sind im Team, wir arbeiten immer Hand in Hand im Team und kommen gut zurecht dabei. Meine Frau, die kennt sich sehr, sehr gut, auch in der Viehhaltung aus, weil sie auch aus der Landwirtschaft kommt. Ja, aber mein Job ist es eigentlich nicht. Ich war ja Krankenschwester. Einen Job habe ich auch über 30 Jahre ausgeübt. Und jetzt mache ich halt Chefsekretärin bis Geburtshilfe, bei Tieren aber. Der Chef, Sohn Daniel, kommt mit dem großen Anhänger. Da ein bisschen abnehmen. Ihren sogenannten Kuhbus kann, besser will hier nicht jeder fahren. Ja, wir haben alle so auf dem Betrieb so unsere Eigenaufgaben oder Eigenspezialitäten. Einer ist besser in Tiersprechen, einer ist besser auf der Maschine. Ich zum Beispiel gehe gar nicht auf den Trecker, weil die Jungs sich da genügend rumdrücken. Kommt her, kommt! Der Kuhbus steht, prompt hauen die Kühe ab. Geh mal hinterher, nimmst du dir ein Stück hier mit. Ich baue hier gleich auf. Geh mit! Mutter, geh weiter, dass du die zurückholst! Tore, wir stellen das Gitter lang. Okay. Jo, kommt her, kommt! Jetzt haben wir hier so einen schönen Korrel aufgebaut. Jetzt kommt her! Kommt her, kommt! Dicke, du auch! Und das Harzer Höhenvieh ist überraschend folgsam. Die Herde ist schneller im Fang als gedacht. Das Sortieren der Tiere kann beginnen. Jetzt ist die Kuh quasi schon vom Eis, beziehungsweise im Fang drin. Jetzt müssen wir nur die passenden Kühe aussuchen und Rinder, dass wir dann für die Beweidung die richtigen Tiere bei uns haben. Mutter, hast du den Zettel? Ja. Da müssen wir mal drauf gucken. Welche hast du denn ausgesucht? 534 mit... Mit Kalb? Kalb. Wie alt ist das Bullenkalb? Das ist ganz jung, ne? Ja, 4 Wochen alt. Oh, das kleine Kalb da mit bei. Die 13 müsste bei Mutter vor der Tür stehen. Hier vorne haben wir die 21. Pass auf, das soll nicht drauf. Das 21er soll mit. Das soll mit, das ist richtig. Und die 92 auch, diese drei. Guck mal, da haben wir schon die Hälfte weg. Auf dem Biohof Düner haben alle Tiere eine Nummer, keinen Namen. Und die einzelnen Teilherden werden nach Zuchtlinie und Alter zusammengestellt. Auf die Jungtiere wird besonders geachtet. Vor allen Dingen die Kälber müssen bei den Müttern bleiben. Und ein Kalb haben wir jetzt hier zwischen noch, das auf dem Anhänger soll. Ja, normalerweise springen die immer hinter Mutti hinterher. Aber dies hier hat die Mutter aus dem Blick verloren. Und gleich geht es für die Gruppe auf die neue Weide. Auf dem Sophienhof in Neustrelitz geben heute die Tischler den Ton an. Paul Mohr kommt mit seinem gerade ausgelernten Gesellen Wenzel. Auf das Holz mussten sie 3 Wochen länger warten als geplant, aber das geht vielen Bauleuten derzeit so. Am künftigen Hofladen geht es weiter. Aus dem alten Unterstand wird langsam ein schickes Holzhäuschen. Bauer Carsten Duziak hat noch im Büro zu tun. Das finden die Tischler aber gar nicht schlimm. Wir machen heute die Wand zu, mit Brettern, so wie die Seite zu ist.
oben drüber über den Türen die Bretter ran. Dann müssen wir da noch einen Steher stellen für die Tür und auch Bretter, alles erstmal mit Brettern zumachen. Erstmal alles, was Wand ist, zumachen und dann die Türen bauen. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Die jungen Tischler bringen eine Menge Routine mit. Material und Werkzeug passen, die Handgriffe sitzen und das Augenmaß. 7 Stück müssten das sein. Ihr Plan ist einfach. Carsten sagt, wie er es haben will. Und dann entsteht es so beim Machen. Der Plan kommt beim Arbeiten. Das ist jedoch untertrieben. Was und warum er was macht, hat sich Paul vorher genau überlegt. Eisenuntergang. Das ist eine Bodendeckelschalung. Du hast immer einen Boden, den wir jetzt anbringen. Und dann kommt über diese Luft, die dazwischen ist, der Deckel drüber gesetzt. Und das Holz wölbt sich immer zur linken Seite des Holzes, also immer nach außen. Und wenn du den Boden und den Deckel dann richtig rumsetzt, dann der Boden wölbt sich quasi, wenn der trocknet, also schüsselt sich nach außen und der Deckel schüsselt sich nach innen und dadurch ist es immer dicht. Also die drücken immer aufeinander. Das mögen die Tischler. Carsten ist dazugekommen mit der Rechnung vom Baumarkt. So ganz ohne Papierkram geht es eben doch nicht. Angebot nochmal, das müsste doch eigentlich die Rechnung sein. Ah. Wenn man weiß, wie das mal angefangen hat, hier als Holzlager für die Holzvergaserheizung, dann als Pferdestall und Ziegenbox sozusagen. Und nun müssen die Schafe weichen und die Pferde mussten so und so schon weichen, zum Leid meiner Tochter. Aber das wird schön hier drin. Gar nicht schön ist allerdings, dass keine Kartoffeln für den Hofverkauf mehr da sind. Wirklich gar keine. Doch es sind schon sämtliche Sophienhofleute auf dem Kartoffelacker und dort ist der Anhänger bereits voll. Also muss Carsten fahren. Keine Zeit mehr für den Hofladen. Ja, abgebrochen. Jetzt müssen wir schnell aufs Feld, Kartoffelnhänger austauschen. Die Jungs sind beim Roden bei und die haben den ersten Hänger voll. Ein bisschen eher als ich dachte. Und jetzt müssen wir schnellstmöglich raus und den Hänger austauschen, damit die fleißig weiter roden können. Und ich bringe gleich einen Hänger voll wieder mit Kisten, voll wieder mit zurück. Auf dem Hof fährt niemand so ungern Trecker wie Carsten. Und eine Dreiviertelstunde wird er brauchen. Auf dem Obsthof Stehr in Finkenwerder müssen die Sommeräpfel schnell verkauft werden. Denn die sind nicht lange lagerfähig. So, schöne Äpfel, sehen gut aus. Jan bringt Gitter Früchte für den Wochenmarkt, den sie organisiert. Ich möchte heute eine Kiste mehr Böller haben, also 4. Die letzten Äpfel aus dem Vorjahr sollen jetzt auch dringend aus dem Lager. Wenn die Ernte demnächst in die heiße Phase geht, muss hier alles reibungslos laufen. Das war schon immer so auf dem Hof Stehr. Ich habe mir gedacht, was haben meine Schwiegereltern eigentlich? Warum sind sie eigentlich so stressig und gehetzt, weil ich damals ja noch arbeiten gegangen bin. Und umso mehr ich das nachher mitgekriegt habe mit Jan und wir das übernommen haben, umso mehr war mir bewusst, was die eigentlich hier aufgebaut haben und wie viel Arbeit, Energie und Stress und in den letzten 8 Wochen wirklich auch, es muss Hand in Hand laufen. Die Leute müssen mitziehen, wir müssen mitziehen, es darf nichts querlaufen und umso älter ich werde, umso schlimmer wird es eigentlich mehr, dass ich echt auch nervös werde. Die Hauptsache, das Produkt muss gut werden und schmecken. Aber jedes Jahr denselben Apfel in derselben Qualität zu produzieren, das können auch Sie nicht. Was wir alle dieses Jahr sagen werden müssen, ich denke mal, dass die Äpfel allgemein nicht so süß sein werden wie letztes Jahr, weil es diesmal ein bisschen Sonne fehlt. Der August war nicht so gut, im Mai war es nicht so gut, also es spielt auch alles eine Rolle mit. 2-mal in der Woche alles für den Marktstand vorzubereiten, ist nicht der einzige Job für Gitter. Neben der Büroarbeit für den Hof kümmert sie sich darum, dass sich alle wohlfühlen, die jetzt für den Betrieb ackern. 12 Männer und Frauen sind inzwischen auf der Anlage im Einsatz. Nachmittags um 3 ist Kaffeezeit. So haben das ihre Schwiegereltern auch schon gemacht. Das ist immer für mich, für uns alle eigentlich wichtig, noch mal eine Viertelstunde Auszeit zu nehmen, noch mal ein bisschen zu quatschen. Das ist einfach für mich und für Jan auch wichtig, dass die Leute wissen, dass wir sie respektieren, dass sie wissen, wir wollen, dass es ihnen gut geht, weil wir eben auf sie angewiesen sind. Jeden Nachmittag kocht sie 3 Kannen Kaffee.
Mit einem Spezialtrick, sodass er besonders lecker wird. Und dann tue ich einen kleinen Würfelzucker rein. Das habe ich von meiner Oma gelernt. Und sie hat alle neues Mal gesagt, dein Kaffee, Chefin, schmeckt immer toll. Da war ich ganz stolz. Der Blechkuchen mit einem Schuss Limo ist schon fertig. Pünktlich zum Kaffee kommen die Erntehelfer auf den Hof. Jeder hier hat das tägliche Ritual fest auf der Uhr. Gitta ist froh, wenn sie alles rechtzeitig angerichtet hat. Früher haben ihre Schwiegereltern für die Erntehelfer mittags noch gekocht. Das übernimmt inzwischen ein Catering-Service. Dieses Jahr sind mehrere Studenten aus Polen gekommen. Sie sagen, das sei für sie hier ein guter Ferienjob. Später am Tag muss die Ware noch für den Markt eingeladen werden. Jan folgt dabei ganz Gittas Regie. Sie hat den Plan, in welcher Reihenfolge die Rollis auf den LKW müssen. Wir dürfen auf dem Markt nicht so viel Zeit verbringen, um irgendwas zu suchen. Um Punkt 7 steht meine erste Kundin am Stand und da muss alles so ziemlich alles fertig sein. Heute Nacht um 2 Uhr heißt es dann für die Stehers aufstehen, Markttag. Wie jeden Mittwoch und Sonnabend. Im Harz ist das Verladen der Höhenrinder abgeschlossen. Teambesprechung. Mutter, kommst du noch? So, Verladen ging ja wirklich gut und selektieren. Ihr fahrt jetzt runter und bereitet die nächste Weide vor. Und ich bringe mit Tore die Tiere auf die neue Fläche im Oberharz. Ja, bis dann. Bis später. Dann. Tschüss. Mit dem Kuhbus Richtung Altenau angesteuert wird eine der steilsten Weideflächen des Westharzes. Genau hier stand einst die größte Sprungschanze Norddeutschlands. Jetzt soll die kahle Fläche renaturiert werden. Die Fläche war früher das Grünland der Stadt. Und sie ist schon sehr steil. Sie hat 137 Meter Höhenunterschied zwischen hier und da oben. Ist zwischendurch mit Fichte bewaldet gewesen. Und jetzt stellt man sie wieder frei. Aber im Moment stehen wir in dem Skiauslauf der ehemaligen Skischanze von Altenau. Also hier sind die Skispringer runtergekommen. Daniels Rinder sollen hier Pionierarbeit leisten und die Fläche in eine blühende Bergwiese verwandeln. Mädels, kommt her, kommt. Die wollen gar nicht aussteigen. Für dieses Beweidungsprojekt wurden hier die Bäume gefällt und die Skischanze abgebaut. Daniels Harzer Höhenrind betritt so gesehen Neuland. Du gehst an dem Zaun lang mit Tore. Ihr macht da hinten die Tränke sauber. Und wenn du da hinten bist an der Pumpe, rufst du die nochmal, dass sie da zum Wasser gehen. Ja, kann ich machen. Also in die Richtung weiter marschieren. Die Wasserstelle wurde absichtlich weit ab installiert. Also die Tiere müssen jetzt erstmal ihr Revier kennenlernen. Und ich denke, wenn Tore bei der Wasserpumpe ist, die nochmal säubert, kontrolliert, ob es auch läuft, die Tiere ruft, dann wissen sie auch genau, jawohl, hier sind sie richtig und fühlen sich angekommen. Die gucken jetzt erstmal, wo sie sind, nehmen gleich den Kampf gegen Birke und Himbeere auf. Alles, was süß und lecker ist, an Verbuschungen wird gefressen. Daniels Tiere sind Teil eines Naturschutzprojektes der Landesforsten. Für die Beweidung wurden knapp 5 Hektar Fläche eingezäunt. Ab jetzt ihr neuer, noch unbekannter Arbeitsplatz. Die Tiere gehen jetzt erstmal zur Tränke und gucken sich die ganze Zaunanlage an. Suchen natürlich auch ein Schlupfloch. Aber der Zaun ist erstklassig und hütesicher, so wie er gebaut ist. Wird schon ein gutes Projekt werden. Ab heute übernehmen hier Daniels Tiere die fachgerechte Pflege. Ganz natürlich fördern sie mit ihren Hufen und ihrem Darm die Biodiversität. Greifen sich mal noch eine Himbeere nebenbei. Vielleicht ist das auch das Stressfresssyndrom. Gut zu erkennen, Renaturierung ist für die Rinder harte Arbeit. Ostfriesland, direkt an der Ems auf dem Pferdehof der Smits. Albert und sein Schwiegersohn Stefan warten auf einen Käufer für das alte Holz. Wir müssen nachher sehen, wenn er jetzt da ist,
ob er das gebrauchen kann und was für ein LKW der hat, ob die das überhaupt alles drauf passt. Die Dinger sind schwer. Ja. Wer oder was ihn erwartet, weiß Albert noch nicht. Ein Reiter hier vom Hof hat das Ganze arrangiert. Der kommt, wa? Aber da passen die Balken gar nicht drauf. Kein LKW, nur ein Pickup mit Anhänger. Der Kaufinteressent kommt extra aus Sachsen-Anhalt. Moin! Nachher will Albert per Handschlag handeln. Also schon einmal vorsichtig vorfühlen. Alles unter Einhaltung der 3G-Regel. Ja, ich bin Hein. Und ich bin Albert. Ja, super. Schön. Und du so bist wegen Holz hier. Ich bin wegen Holz hier, genau. Können wir es ja mal angucken? Ja. Albert möchte am liebsten das ganze Holz loswerden. Er braucht den Platz, um einen neuen Stall zu bauen. Das vom 17. Jahrhundert, 1763. Ständerwerk einer Scheune. Das ist auch tatsächlich mehr, wie auf dem Foto war. Ist ja auch mal ein bisschen schwierig, so aus der Entfernung das so zu einzuschätzen alles. Ich baue ja aus alten Materialien Objekte. Und das ist natürlich immer interessant, wenn man sowas hat hier. Dann ist es natürlich interessant, weil das Holz schon Geschichte hat. Ne? Dieses Holz hat wirklich Geschichte. Ja. 6-7 Mal schon eine schwere Sturmflut durchgemacht. Mhm. 2 von den Sturmfluten habe ich noch mitgemacht. Dann hatten wir das Wasser 1,70 Meter durchs Haus hier. Na, super. Da war der Deich noch gar nicht da. Mhm. Bei starkem Sturm wurde damals wie heute das Wasser von der Nordsee die Ems hochgedrückt. Bis zum großen Deichbau 1972 waren die Smiths den Fluten schutzlos ausgeliefert. Ja, wenn dann Erde war und die Schränke, die nicht umgefallen sind, das lief auf den Tellern und Klavier war sowieso versaut, da hatten sich schon alle verfangen. Ist ja. Das hier aus dem Haus, das Holz? Ja. Ja, und dann ist der Tunnel ja gebaut worden hier, Ems-Tunnel. Mhm. Und dann haben die Grundwassersenkung gemacht. Und dann plötzlich sackte unsere ganze Scheune weg. Und dann musstest du sie abbauen? Mussten wir sie abbrechen. Schade für dich. Ja. Glück für mich. Ob es wirklich Glück für Hein ist, muss ich noch zeigen, wenn es um den Preis geht. Tja, da haben wir also noch gar nicht drüber gesprochen. Das hat ja, die Ansage war ja nur ein Appel und ein Ei. Ich weiß nicht, was er sich vorstellt. Das werden wir sehen jetzt. Albert ist noch Händler vom alten Schlag. Das heißt, es wird um die Ware gefeilscht. Handeln muss man ja, sonst macht die ganze Sache keinen Spaß. Und wenn Hein das nicht kennt? Dann lerne ich ihm das. Umso besser, kannst du ein bisschen mehr rausholen. Ja. Erst einmal die Balken sortieren. Wolltest du den mit haben? Ist da noch was? Das Holz mit der besten Qualität kommt auf den Anhänger. Hoffentlich werden sie sich beim Preis einig. Nicht, dass Albert am Ende alles wieder abladen muss. In Neustrelitz ist der Kartoffelroder im Einsatz. Das Team kommt gut voran und braucht einen neuen Anhänger zum Beladen. Fahren ist echt öde für mich. Dann fahre ich lieber Fahrrad. Nee, aber jetzt, wenn die Jungs fleißig am Roden sind, dann ist das ja wichtig, dass man, und alle sind unterwegs, dass man auch so flexibel ist und mal schnell herfährt und Hänger austauscht. Und dann können die bis heute Abend machen. Jetzt müssen wir noch warten, dass die 2 Kisten noch voll sind. Ich dachte, die hätten sie schon voll, aber naja, wenn sie hier vorne nicht so viel drauf gemacht hätten, wäre hinten noch voll gewesen. Aber da kommen sie schon. Mit rund 3 Tonnen Kartoffeln rollt der Roder an. Er soll nicht so voll machen da vorne. Seit 12 Jahren standen auf diesem Acker keine Kartoffeln mehr. Die Qualität deshalb 1A. Ein bisschen Sand, das macht nichts. Das geht dann über die Sortierung raus, wenn wir verladen. Also hier diese kleinen Erdklumpen. Im Gegenteil, das ist sogar noch gut. Das schont die Kartoffeln noch ein bisschen vor zu harten Stößen. Den Hänger noch voll, mehr nicht. Randvoll. Ja, richtig voll machen. Und mehr nicht. Ja. Kartoffeln sind sein Ding. 12 Tonnen stehen hier schon und jede muss mit.
Die brauchst du nur mit der Hand abwaschen, ganz so wie sie ist, roh. Ganz dünne Scheiben schneiden und dann in eine Pfanne oder auf dem Blech halt einfach Chips machen. Oder Pommes kannst du auch selber schneiden. Wenn du so eine Maschine hast, so ein Stickding hast. Oder wie gesagt, ansonsten so ein super. Was Besseres gibt es gar nicht. So, jetzt nach Hause. So schnell wird das aber nicht gehen. Denn wenn Carsten Treckerfahren schon öde findet, jetzt muss er auch noch auf die Ladung achten. Was er verpasst, sind die schöne mecklenburgische Landschaft und die letzte Schraube am zukünftigen Hofladen. Die letzte für heute jedenfalls. Die Tischler fanden den Tag gar nicht öde. Hat super geklappt, sogar besser als ich dachte. Also ich dachte nicht, dass wir so schnell mit der Wand fertig sind. Weil es gab zum Anfang auch nicht so einen genauen Plan natürlich. Also wie gesagt, das ist beim Bauen entstanden alles. Ja, jetzt werden wir morgen den Fußboden erst machen, weil am Wochenende hier Veranstaltung ist. Und die Türen, gucken wir mal, vielleicht kriegen wir die noch fertig bis zum Ende der Woche. Und wenn nicht, dann geht's die nächste Woche weiter. Bis zur Premiere am und im neuen Hofladen haben die Sophienhofleute also noch einige Tage Zeit. In so großen Abschnitten denkt Bauer Carsten aber im Moment gar nicht. Für heute ist er froh, wieder Kartoffeln für seinen Direktverkauf zu haben. Rein rechnerisch wären das hier genug Kartoffeln für immerhin 6.002-Kilo-Tüten. Ich hoffe, Luisa ist jetzt aus der Schule zurück und dass wir noch ein paar stempeln können. Und morgen müssen wir ausliefern schon wieder. Also morgen geht es schon wieder los. Für Querbeet, für Staffi, für Koff, für Kachelofenfabrik und für die Märkte. Ab morgen wird wieder verteilt. Eine Woche, eine Kiste ist Ziel. Das hört sich nach einer Menge Arbeit an. Doch wie zufällig muss sich Luisa erstmal um Max und dessen Mähne kümmern. Wochenmarkt in Hamburg-Volksdorf. Für Familie Stehr eine Chance, die eigene Ernte und dazugekaufte Ware direkt zu verkaufen. 130 Kilo Äpfel der frühen Sorten wie Delba haben sie heute mit dabei. Das Ziel, möglichst wenig wieder mit nach Hause zu nehmen. Vielleicht 30 Kilo, ich glaube nicht, dass mehr übrig bleibt. Schauen wir mal. Neben Nicole pflegen auch die beiden anderen Töchter von Jan und Gitta den Kundenkontakt. Finde ich super lecker. Ich liebe frische, neue Äpfel. Läuft gut, ne? Also es sind ja, wenn die neuen Äpfel kommen, sind alle heiß darauf, ne? Heute haben die Stehers einen 12 Meter langen Stand. Heinz Benz, Gittas Vater, hat zusammen mit seiner Frau Regina Ende der 60er Jahre mit 2 Metern angefangen, noch ausschließlich mit eigenen Produkten. Heute sind die beiden zu Besuch da. Ich war jetzt 53 Jahre hier mit auf dem Markt und ich habe das zu Anfang sehr vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor 11 Jahren hat Gitta den Stand übernommen. Ich war ja nun genug Jahre mit noch dabei. Ich glaube, einiges haben sie sich dann auch davon angenommen, sage ich jetzt einfach mal. Oder wussten sie? War das schlimm mit mir? Eine gute Lehrerin. Während es früher für viele selbstverständlich war, Obst aus der Region auf dem Markt zu kaufen, machen die Stehers heute mit einer bundesweiten Aktion dafür Werbung. Und wir wollen damit aufmerksam machen auf die Regionalität, dass man dann auch klimaneutral handelt. Klimaneutral handeln heißt, die heimischen Bauern und ihre Erzeugnisse zu unterstützen. Tochter Nicole steht gerne Rede und Antwort, wenn am Stand zu dem Thema Fragen aufkommen. Ich bin der Meinung, man sollte doch lieber das essen, was hier angepflanzt wurde, wo man vielleicht auch weiß, wie es angepflanzt wurde. Und ja, dann wurde es gelagert, aber es wurde ja, und da wurde vielleicht Strom für verbraucht. Aber ich finde immer noch besser den Strom als irgendwie Kerosin für Flugzeuge in der Luft oder Schiffe, die, weiß ich nicht, 3 Wochen um die Welt fahren. Sich mit den Verbrauchern auszutauschen, das machen die Stehers häufig. Manchmal staunen sie, wie wenig einige über Äpfel wissen. Also die Frage aber auch im Januar oder im Februar, ob die jetzt frisch geerntet sind. Ich sage, wir haben keine Blätter auf den Bäumen, wo sollen die Äpfel herkommen? Naja, also genau. Wer so weit weg ist vom Lebensmittel. Man muss sich ein bisschen drum kümmern. Das wäre schon tragisch, finde ich. Wenn man nicht mal weiß, wann Äpfel geerntet werden. Nach 10 Stunden Aufbau und Verkauf muss alles zurück in den LKW. 3/4 von den Äpfeln sind weg. Gutes Ergebnis für heute.
Am Ende eines langen Markttages hat sich für Familie Stehr der Aufwand mal wieder gelohnt. In Ostfriesland packen die Männer so viel Holz auf den Anhänger, wie es vom Gewicht erlaubt ist. Gleich geht es anhand der Menge um den Preis. Die würden da noch alle drauf passen. Aber mehr als 2 Tonnen darf Holzkäufer Hein nicht laden. Aber wir müssen uns ja auch noch einig werden hier drüber. Du hast ja so was überlegt. Du bist der Fachmann, ja. Und dann geht das per Handschlag hier. Das ist mehr wie ein Kaufvertrag wert. Im Gegensatz zu Albert kennt Hein das traditionelle Handeln nicht. Teilweise habe ich das auch so gekriegt oder sowas. Oder gegen ganz kleinen Obolus oder so. Ne? Aber ich hatte auch noch nie so ein altes. Pokern beim Geschäfte machen, das liebt Albert. Sag du was und dann sage ich, ob es geht oder nicht geht. Ich sage jetzt was. 250. Da muss eigentlich noch ein bisschen bei. Muss noch ein bisschen bei. Ja. Ich dachte, ich hätte wohl 1000 gekriegt, aber das wird doch nichts jetzt. Ne? Du willst mir 250 geben. Ja. Ne? Und ich hatte schon 1000 abgefordert. Ich gehe auf 500 runter. Bin ich nicht ein guter Mensch? Du bist ein guter Mensch. Also ich sag ihm immer leben und leben lassen. Ja. Pass auf, 500 war das, was ich so im Kopf hatte. Aber wie gesagt, das ist nicht so ganz das bei rausgekommen, was ich so gedacht habe von den Balken her. 350. Komm hier, einmal 400. Da muss auch nichts sagen. Schlag ein. Komm, 400, weil du so ein guter bist. Nochmal. So, und jetzt ist Vertrag perfekt. Ja, alles klar. Und ein bisschen Holz von der Scheune verkauft. Aber diesen will ich noch behalten. Das ist ein Andenken an meinen Heuaufzug. Das Ding hat mich so gequält früher, als wir noch einen Heuaufzug hatten. Ja, und dann machst du immer noch dran denken? Ja. 400 und eine Tasse Kaffee. Oh, kriegst noch mehr. Danke. Aus Alberts Holz werden jetzt Möbel gebaut. Tschüss. Tschüss. Was fahren da hin? Sie haben kein Gewinn. Ja, so eine Menge Brennholz. Ist weniger geworden. Aber nicht viel. Muss ich mir noch mal wieder was überlegen. Irgendwas finde ich da auch noch. Ja. Zum Glück wird der Platz für den neuen Stall nicht sofort gebraucht. Albert hat also genug Zeit, um in Ruhe nachzudenken. Wenn ihr NDR auf dem Land sehen wollt, dann müsst ihr einfach da unten klicken.